Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu dem Roboter-Aufbauspiel in einer neuen Welt. AK Siedler 2, AK... Nein, Quatsch. Ist natürlich kein Siedler 2, es ist The Colonists. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession und in der letzten Folge haben wir das Level begonnen, in dem wir gegen andere Spieler kämpfen müssen. Die nennen es irgendwie so PvP oder, naja, es ist ja eigentlich auch PvE. Auf jeden Fall werden wir auch kämpfen müssen, so wie es aussieht. Ich mache mal kurz auf Pause. Wir haben in der letzten Folge die Grundlagen gebildet. Wir haben hier Steine an den Start gebracht, wobei da sind wir noch gar nicht so weit. Da bauen wir hier gerade nochmal ein Türmchen auf. Bauen wir das in die Ecke? Ja, stört er nicht, oder? Der Turm. Also bauen wir das da hin. Und dann war das mit 1. Ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Alles in der letzten, in der Aufnahmesession beim letzten Mal alles in einem Stück aufgenommen. Jetzt fangen sie an, das zu bauen. So. Und dann sollten wir eine Steinmine aufbauen, würde ich mal sagen. Beziehungsweise, wenn sie einen Turm gebaut haben, können wir uns vielleicht hier hinten bei noch ein bisschen erweitern. Hier sind auch noch hier schon Eisen. Oh ja, Eisen, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir Eisen. Oh, da ist Kohle. Und hier ist auch nochmal Stein. Also könnten wir auch da hinten durch. Ja, warte mal, wir haben noch gar keinen Holzfäller gebaut und solche Dinge, oder? Doch, hier, Lumberjack hat. Doch. Ah, und den hatte ich auch gesagt, glaube ich, dass er hier, wenn ich mich recht erinnere, genau, der soll diesen Bereich freimachen, damit wir hier an die Steine kommen. Und hier können wir jetzt einen Weg hochziehen. Sehr geil. Nach rechts rüber können wir noch nicht, wa? Da oben zum Stein wäre noch ziemlich nett. So, machen wir einfach noch einen Abzweig. Und dann setzen wir hier oben ein Türmchen rein. Fangen wir direkt an. Ach guck mal, hier passt auch direkt hier hin. Eigentlich müssen wir noch mal weiter nach rechts, aber das können wir immer noch machen. Oder... Ja doch, nee, wir setzen ihn hin. Wir können ja einfach noch einen bauen. Wobei, wir dürften den zweiten nicht so stark in der Nähe bauen, ne? Ob das hinhaut? Warte mal, können wir den hier hinten irgendwie reinbauen, den Turm? Hier könnte man hinbauen. Aber das nützt uns da unten auch nicht viel. Ach komm, ich setze ihn jetzt dahin. Wir sollen das jetzt hier unten bauen. Passt schon. So. Dann. Was war noch? Energie brauchen wir, ne? Und der hat doch hier die Hilfe. Der sagt uns doch, was wir machen. No Residence. Genau, wir brauchen Häuschen. Dazu brauchen wir Wasser und ein Mähfeld hier. Ein Schafsfeld. The Sheep Farm. Und die Sheep Farm, die machen wir hier so hin, hätte ich gesagt. Und dann verteilen wir die hinten raus. So. Dann brauchen die für ihr Häuschen noch Brunnen. The Well. Well, we need... Oops. We need a well. Machen wir die hinten rein. Weißt du was? Hier hin, oder? Oder so. Dann passt der hin in die Ecke. Ach komm, ich setze in die Ecke. Da setzen wir eh nichts großartig hin. So, dann brauchen wir eine Surface Mine, damit die hier den Bereich abminen. Machen wir den hier hin, oder? Das ist zu verschwenderisch. Ach komm her. Machen wir jetzt einfach dahin. So, der muss jetzt erstmal Holz besorgen. So, ganz vergessen hier den Titel anzupassen. Jetzt passt es. Im Live-LP immer vergessen. Just Chatting. Nein, es ist The Colonists. Ja, wie ihr hört, bin ich ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn ihr die Folge seht, naja, bin ich wahrscheinlich noch nicht fit. Die seht ihr relativ zeitnah. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, ich mache jetzt gerade einen Thief Simulator parallel zu The Colonists. Und das wird im Wechsel kommen. Deswegen werde ich das ein bisschen strecken, weil ich will mehr Abwechslung haben. Ich mag nicht mehr bei zwei Spielen hängen bleiben und dann mag auch nicht drei Videos am Tag rauskloppen. Das macht für mich auch keinen Sinn. So, jetzt müssen wir hier mal die Zeit ein bisschen beschleunigen, dass der mal hier, der Baubot,
hat er schon frei gemacht? Ah, jetzt hat er gebaut. Sehr gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch darüber. Wir müssen mal gucken, wie der... Der ist nämlich busy hier. Ah, guck mal, hier, wir haben alles mögliche neu gefunden. Sehr gut. Hat er hier schon frei gemacht? Ist da? Ne, hier steht doch noch ein Baum, oder? Warte mal, wir probieren das mal im Weg. Road. Ne, da ist ein Baum im Weg. Oh. Ne, das geht nicht. Ich muss erstmal die Bäume abholzen. Können wir nicht ein kleines Lager machen? Small Storage, der braucht noch ein bisschen Stein und... Achso, der unten braucht. Was braucht der denn an Material? Loks. Das kommt jetzt aber. Die bauen jetzt gleich den Steinabbauer hier fertig. Die Mine. Und dann soll das losgehen. So, dann brauchen wir aber Strom, ne? Achso, die Schäfchen müssen wir auch noch setzen. So, Change. Wie machen wir das denn? Zack. So. Erstmal großflächig. Zack. Und noch drei. So, da haben wir es doch. Jetzt können die hier Dings produzieren. Jetzt können wir Häuser bauen. Sehr schön. Ein paar Tage nicht gespielt und ich fange von vorne an. Ist das so? Ja, da kriegen wir einen Weg da drüber, ne? Genau, wir werden auf jeden Fall... Werden wir mehr Wege bauen als beim letzten Mal. Also mehr Möglichkeiten, um sich hier nicht so zu verbauen. Ne, dass sie zum Beispiel von zwei Seiten jetzt hier befördert werden können. Beliefert werden können, so um das wollte ich sagen. Können wir eigentlich jetzt hier zwischen Weg machen? Geht, oder? Würden die auch diesen Weg nehmen? Ich hoffe. So, jetzt müssten wir Strom produzieren, ne? Wenn das Holz an Start kommt. Sollte passen. So, der hackt fleißig Holz. Oh, sehr nice. Wir kommen hier hinten schon rein. Können wir mal gucken, dass wir der Hütte vielleicht sagen... Oh. Level 2 Watchhouse, wo haben wir denn... Was? Wo haben wir denn... eine andere Kolonie gesehen? Oder habe ich das gerade falsch gelesen? Wahrscheinlich. Also wir müssen auf Level 2 kommen, weil dann können die Türme andere feindliche Roboter abhalten. So habe ich das gerade gelesen. Zack, da baust du bitte ab. Wir müssen auch noch jemanden haben, der aufforstet. Und du baust hier nach oben ab. Es gehen. Sehr gut. So, wir brauchen einen Workshop, sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Der Workshop ist irgendwo... Oh, Track! Oh, es kommen... die Eisenbahnschienen kommen schon dazu. Wie geil ist das denn? Da freue ich mich schon drauf. Das ist so ein bisschen... Machen wir den hier hin? Oh ja. So ein bisschen Rimworld. Ne, nicht Rimworld. Faktorium-mäßig. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Und wird fleißig hier Energie produziert? Ja. Nice. So, der Workshop wird gebaut. Der kriegt eine Batterie hingesteckt. Da kann er loslegen. Sehr schön. Und dann müssen wir mal forschen. Wenn wir mal gucken, wie das aussieht. Energietechnisch, wie wir produzieren, wie wir brauchen. Habe ich schon gedacht, wir produzieren eigentlich zu wenig. Lass mich mal überlegen, wo wir hier durchgehen. Ob wir hier so ansetzen. Aber ich glaube, hier können wir nichts ranbauen, oder? Kann das sein? Oder wir gehen hier nach hinten. Hier ist nochmal Wasser. Da wären nochmal Fischis. Da sind die... Da, ups, jetzt habe ich drauf gedrückt. Hier sind die feindlichen Bots. Oh ja, wir werden gegen dich kämpfen, mein Freund. Das wird ein Spaß. So, dann machen wir hier schon mal, fangen wir hier schon mal die Straße an. Und
Und dann fangen wir an, dass wir hier das Gebiet aufdecken. Wir müssen an Eisen kommen. Wir müssen halt im Workshop genügend oder schnell genügend, ja. Hier müssen wir schnell forschen. Da sind wir doch. Select a Research. So. Wir fangen hier mit den einfachen Sachen an. Ist ja eh immer das gleiche eigentlich. So, Kohle finden. Ja, das haben wir hier oben. Ah, da ist frei. Ist da frei? Wie geil. Sehr schön. So, dann machen wir hier einen Watchtower hin. Passt das so? Oh ja, passt wunderbar. So. Sehr cool. So, wir brauchen noch einen, der aufforstet. Achso, wir müssen dem Förster auch sagen, wo er noch abbauen soll. Jetzt haben wir unseren Weg. Haben wir unseren Weg ja ziemlich frei, oder? Warte mal. Ja, das schaut gut aus. So, dann machen wir hier oben auch noch einen Watchtower hin. Aber wir müssen noch einmal spiegeln. So. Ja, haut hin. Sehr geil. Cool. Gut, dann müssen wir dem hier, wie gesagt, noch ein Gebiet zuweisen, wo er abbauen soll. Und ich würde sagen, hier kriegen wir doch nochmal Schafe hin, oder? Wenn wir hier noch eins hinsetzen. Oder wir schafen hier runter. Oder wir machen die Häuser hier oben. Oder wir machen die Schafe hier oben. Die zweite Schafsfarm. Wir brauchen mehr Energie, das ist wohl klar, sonst reicht uns das nicht aus. Aber erstmal researchen, ne? Oh, der braucht Planken. Eieiei, ich bin ja auch ein Profi, warte mal. Wir machen mal Folgendes. Wir machen erstmal den Förster. Der soll... Den machen wir hier dazwischen, oder? Zack, dann machen wir den Förster hin. Und dann brauchen wir die Sägemühle. Sonst kommen wir hier nicht. Kommen wir nicht weiter. Wo ist denn Industrie? War das hier? Ja, genau. Machen wir die hier hin? Warte mal, hier kommt das Holz an. Da in die Ecke ist ein bisschen knapp. So, dann machen wir da hin. So, Kohle haben wir entdeckt. Research Construction 2. Ja, das machen wir jetzt. So, und dem Holzfäller sagen wir, du baust ab. Hier all tiles, können wir das sagen? Jo. Und dann bauen wir hier einfach diese Fläche, nutzen wir hier zum... Oder hier den Bereich. Am liebsten würde ich ja noch einen zweiten machen, oder? Den setzen wir aber weiter oben hin. Vielleicht hier daneben. Dass wir schneller Holz kriegen. Das könnte natürlich hier eine Engstelle geben. Mal gucken. Ich habe aber eine Idee, was wir machen. Wir machen das mit den Schafen hier unten anders. Wir werden hier... erstmal, wie war das mit Shift Alt? Steuerung? Nee. Alt? Nee. Wir waren das entfernen nochmal. Ah, mit Shift. Und wir werden uns hier in diese Richtung ausbreiten. So. Und noch vier. So. Dann könnten wir nämlich. Die Häuser gehen hier. Kommen wir da mal im Weg hin? Warte mal. Ah, nee, das funktioniert nicht. Der Watchtower ist da im Weg. Oh. Der deckt immer weiter auf. Wir müssen uns beeilen. Wir brauchen Watchtower Level 2. Sonst macht er uns kaputt.
Überlege gerade, wie wir hier nach oben gehen. Eventuell können wir doch das Stück verwenden. Oder wir gehen hier rüber und machen hier noch einen zweiten Hof irgendwie in die Mitte rein. Hier können wir auch die Häuser ransetzen, ne? Ja, so machen wir das. Langt das dann von Plätzen? Das können wir ja variieren, ne? Können wir die hier schon setzen? Ne, können wir noch nicht. Gerne muss erst gebaut werden. Der kommt uns mir ganz schön gefährlich nahe, der Typ. Wie baut denn der die Wege? Das ist ja interessant. Viel kürzere Abstände. Vielleicht ist das Geheimnis, damit man mehr Roboter auf eine Strecke kriegt. Aber war es es nicht. So, wir brauchen Bretter. Das wird hier gesägt. Achso, dem müssen wir hier sagen, wo wir aufbauen sollen. Und zwar hier oben, wo der andere abbaut. Hier so. Und hier so. Ne, hier baue ich eine Mine hin, das ist Quatsch. Aber dem Holzfäller können wir sagen, dass er da drüben abbauen soll. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich es geklärt. Ich Profi. So, dann sagen wir, dass wir hier drüben das wegtackern sollen. Jo. So, die Schafsform ist fertig. Hier können wir jetzt vollmalen. Noch 12. Noch 4. Okay, kann ich... Nicht, muss erst den anderen anklicken. Okay, pass auf, dann werden wir es so machen. Dann sagen wir dem... Zack. Und füllen hier drüben auf. So. Ey, der nimmt mein Gebiet ein. Du olle Plinse. Was, dir zeige ich. Haben wir hier die Felder und dann werden wir hier die Häuser einsetzen. Noch eins hier oben. So, wir müssen aber den Watchtower hier hinbauen. Moment, das Ding muss weg. So, hier muss ein Watchtower hin. Und zwar bevor der das Gebiet einnimmt. Near to the military? What the fuck? Was? Military building? Wo ist hier eine military building? Ach, weil das hier in der Nähe schon ist? Jetzt komme ich hier gar nicht weiter. Das ist praktisch unsere Grenze. Ich kann mich in diese Richtung jetzt nicht mehr erweitern. Der hat praktisch das Eisen. Oh Gott, habe ich ein bisschen zu langsam gearbeitet, wa? Okay, pass auf. Ein Holzfäller. Wir haben eine Hütte zu wenig. Da hätte ich es vielleicht daneben setzen können. Baut der denn seine Wege? Das ist ja krass. Guckt euch das mal an. Der hat schon die Mine. Wow, der ist aber wesentlich schneller als wir. Vielleicht müssen wir nochmal neu starten. Das könnte natürlich passieren, ne? Ach, das war's. Aha. Ja, ne? Also wenn er das Gebiet einnimmt mit seinen Watchtowers, dann habe ich verloren. Okay, das muss man mal wissen. Alles klar. Na gut, wir sind am Ende einer Folge, in der wir besiegt worden sind. Oh no, you lost your colony chap and you have been defeated. In der nächsten Folge machen wir alles besser und sind schneller unterwegs. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.